willkommen zurück bei Tattoo 49 hier in Hannover. Ihr kennt es wahrscheinlich, es gibt so Zeiten im Leben, da hat man einfach mal Bock, wer anderer zu sein. Da will man sich crazy anziehen, so wie Joko heute, ist heute L aus Hör mal, wer da hämmert, und man will sich aufreizen, schminken und irgendwie ganz anders sein. Ja. Ist dann meistens zur Karnevalszeit. Schön auch, dass du sagst, aufreizen, schminken. Ich meine, guck dieses Gesicht an. Ja, das ist diese so. Brille macht mich total fertig. Finde ich total geil. Ne? Alles gut. Weiter. Gut, aber ich glaube, was Mira meint, ist, Menschen, die es wirklich schaffen, in Rollen zu schlüpfen, dass die Menschen, die eigentlich diese Person verkörpern, dann denken, bin ich das oder bin ich das nicht? So zum Beispiel kann der Mensch, der gleich hier sein wird, Franz Beckenbauer so gut imitieren, dass wenn der Kaiser dann wirklich vor ihm steht, dass der Kaiser, glaube ich, nicht wissen würde, aber vielleicht doch in sein eigenes Spiegelbild schaut. Ja, aber er kann doch andere. Er kann auch Jürgen Klinsmann, kein Problem. Klar. Dieter Bohlen, na klar, hat er auch drauf. Und heute Abend zeigt euch noch was ganz anderes. Hier haut er jetzt für euch rein. Hier ist für euch Matze Knob alias Luca Toni Rock die Hütte, Prego. Fritti, Scampi, Chianti, Calamari, Luca Toni. Okay. Wir haben Choreografie. Wir machen alle mit die Hand an die Ohr. Hannover, alle mit die Hand an die Ohr. Numero uno, los geht's! Fritti, Scampi, Chianti, Calamari, Luca, sei per me. Numero uno. Cannoloni, Luca, Toni, Pepperoni, Luca, sei per me. Numero uno. Bella donna, mamma mia, alimenti, ciao a Roma, Roma, Ribri, amore mio. Mozzarella, mortadella, Nutella, Luca, sei per me. Numero uno. Stand by for action. Hannover, die Hände nach oben, come on. Speziale, cozze vongole, prego, foto di panini, chic e Lamborghini, Luca, Toni, Chris, milioni, tortellini, cappuccini con martini, Luca sei per me, numero uno, Luca, Toni, telefoni, Berlusconi, chiama qui per te. Unglaubliche Performance, muss man sagen. Den Song an sich gibt es ja schon seit den 80ern, aber eben ohne Luca Toni. Wir wissen, du auf Luca Toni jetzt gestoßen. Allora, non comprende, perché italiano? Übersetze bitte. Perché tu chiante di Luca Toni oder so? Okay. No, the song is bello, bellissimo. Hannover, grandissimo, fantastico.
die Italiener sind halt charmant, weißt du? Es ist Wahnsinn, oder? Die Italiener wissen halt, wie es geht. Aber man versteht auch kein Wort und denkt trotzdem, er hat was Nettes gesagt. Ja, Numero uno. Luca, sei per me Numero uno, okay. Ich habe ja aber auch gehört, dass noch ein anderer sehr guter Bekannter von dir heute da ist. Sie. Dieter Bohlen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Sie, ich habe Super Bowl gesehen. Backstage. Super Bowl Backstage. Ist da. Allora, ja, aber ich kenne ihn nicht. Ich verstehe nicht. Spricht andere Sprache. Ah, okay. No. Aber ihr seid gute Freunde, ne? Wir sind so. Guter Freund. Ist auch schön, dass man bei den Italienern dann sofort guter Freund, ne? So. Na, Italiener reden immer auch mit den Händen. Ja, ist so. Ja. Okay. Okay. Okay.